Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu Inside Wall Street aus dem Studio der New York Stock Exchange. Ich bin Manuel Koch und bei mir ist Peter Langerman. Er ist der Präsident und CEO of Franklin Mutual Series. Thank you so much for joining us. Great to be here. Peter, Sie haben einige interessante Unternehmen wie Dell in Ihrem Portfolio. Wir haben gehört, dass die Übernahme im Oktober abgeschlossen sein soll. Schauen Sie darauf? In October, so is this something you have, you keep an eye on? We do a lot of work in merger and acquisition targets, areas. Wir machen uns viel Arbeit mit dem Beobachten von Übernahmen. Wir haben eine nachhaltige Philosophie. Wir sind oft an Firmen beteiligt, die vielleicht später Übernahmekandidaten werden. Wir denken, dass das ein guter Deal ist und andere denken das manchmal auch. Zum Beispiel bei Dell. Wir haben die Aktie erst nicht besessen, als das Angebot gemacht wurde. Aber dann stiegen wir ziemlich groß ein. Wir waren dann mittendrin und viel Presse war mit dabei. Es ging viel hin und her zwischen den großen Investoren wie Carl Icahn. Und dann gab es die Einigung. Wir denken, dass es am Ende kein Supergeschäft war, aber immerhin akzeptabel. Also das ist ein Beispiel, bei dem wir Geld für unsere Investoren verdient haben. Publicly came out obviously and said that we were supportive of the enhanced proposal. So while we thought it wasn't a great outcome, it was an acceptable outcome. But it's an example of the kind of thing where, again, our job is to make money for our shareholders, and we did that in this case, and it helped for us to be at the table, to have a say in how this thing actually came out. And do you think it's... Denken Sie, dass es für Dell die richtige Strategie ist, von der Börse zu gehen? Or to leave the stock markets? Well, Dell is it's a restructuring story. There's no doubt about it. Bei Dell gibt es keinen Zweifel. Dell hat eine gute Vergangenheit, steht jetzt aber vor harten Zeiten. Ich denke, die Frage, die Leute wie Carl Icahn gestellt hatten, war, muss die Firma wirklich weg von der Börse, um eine Restrukturierung durchzuführen? Ich denke, es wäre nicht unbedingt nötig gewesen. Aber die Realität mit einem Großinvestor wie Michael Dell, der so stark mit dem Unternehmen und dessen Geschäften verbunden ist, sah anders aus. Gegen ihn war es schwer, eine andere Strategie durchzusetzen. Es war eine einzigartige Situation. Da ist dieser Großinvestor, der eine große Rolle spielt und der einen genauen Plan hatte. Für das Geschäft ist es eine gute Sache, durch diesen Prozess zu gehen. Ich denke, dass das auch an der Börse möglich gewesen wäre. Aber wegen vieler interner Gründe entschieden sie sich für die andere Route. Das war auch immer die Frage. Was könnte die Firma wert sein, an der Börse und abseits davon? I believe they could have done it in a public context, but for a lot of internal reasons, they didn't prefer to go that route. And so that was really the dynamic of the struggle between what the company could be worth in a going public context versus this going private. So that's what made it interesting. You're also owning a Sie besitzen auch JP Morgan Aktien. Jetzt hören wir, Jamie Dimon war bei den US-Behörden persönlich und er wird vermutlich aushandeln, wie viel die Bank zu zahlen hat. Gerüchte sprechen von bis zu 11 Milliarden Dollar. Das ist rekordverdächtig. Ist die Aktie für Sie dennoch interessant? Huge amount of money. Do you think the stock is interesting at the moment? That would be a very large check, even for a company like JP Morgan, but manageable. Das wäre wirklich ein riesiger Betrag, selbst für eine Bank wie JP Morgan. Trotzdem aber machbar. Die Realität für Investoren ist, umso schneller JP Morgan einen Strich ziehen kann, desto besser ist das für die Investoren. Auf der anderen Seite müssen sie dafür einen Preis bezahlen, um dieses unangenehme Schlamassel zu beenden. Da gibt es viele Gesetze, es kostet sicherlich auch viel Zeit und es beschädigt das Geschäft. Wenn die Bank nun einen großen Scheck ausstellen könnte, wäre das sicher positiv. Es gibt zwar einen Punkt, bei dem die Bank selbst und auch die Investoren sagen würden, mehr geht nicht. Aber es gibt eine gewisse Spanne, die vielleicht ein wenig hoch ist, aber die es wert ist, wenn damit alle Probleme aus dem Weg geschafft werden. Wenn wir auf die Fundamentaldaten schauen, ist es ein sehr gutes Unternehmen. Wir glauben, dass es trotz der Probleme gut geführt wird und da gibt es noch etwas zu verbessern. Aber sie machen trotzdem ein starkes Geschäft, haben gute Margen im Vergleich zur Branche. Und es wäre positiv, wenn sie die Probleme hinter sich lassen könnten. Well managed, it's got its issues. They need to beef up and they are beefing up their compliance and other issues, but it's got a very strong business, among the best margins in the business of its peers. So we like the fundamentals going forward and it would be a positive if they can clean up those legacy issues. So when we talk about Wenn wir jetzt über Dell und JP Morgan sprechen, sind Sie generell interessiert am Finanz- und Tech-Sektor? Again, our approach is very much bottoms up, so it's not so much that we want a particular sector. Wir sind nicht an einem speziellen Sektor interessiert, sondern wir wollen günstige Aktien. So sehen wir im Tech-Sektor einige Unternehmen, die ein Bargeldvermögen haben und vielleicht nicht so beliebt sind. Aber wir sehen dort einen attraktiven Wert. Zum Beispiel besaßen wir Microsoft für eine Weile oder aktuell Apple. Vergangenes Jahr liebte jeder Apple und plötzlich war die Liebe vorbei und viele verkauften die Aktie. Und das ist der Moment, in dem wir dann auf die Firmen schauen. Wir wurden Aktionär von Apple in diesem Jahr
und denken weiterhin, dass die Aktie unterbewertet ist. Und es hat nichts damit zu tun, dass es ein Tech-Unternehmen ist, sondern viel eher, dass andere sagen, sie wollen es nicht mehr und das ist unsere Chance. But it's in an area that people have all of a sudden said, well, it's not a growth company anymore. We don't want to own it. Sell it. We think the shares get, you know, devalued to a point where it's being given away too cheaply. That's our opportunity. Schauen Sie im Moment mit Sorge nach Washington wegen der Fed und wegen der aktuellen Schuldenproblematik? Budget talks. I look at it a few different ways. I mean, one is that it is somewhat. Ich schaue darauf aus verschiedenen Blickwinkeln. Es ist vielleicht etwas beunruhigend und deprimierend, als Bürger und Amerikaner das zu sehen. Aber ich denke, die Realität ist, dass sie am Ende einen kühlen Kopf bewahren und sehen, wie negativ sich das auswirken könnte und es so verhindern. Klar haben wir ein paar Schlaglöcher zu überstehen. Das hatten wir schon in der Vergangenheit. Es hängt auch vom Fed-Chef ab. Also wir sehen diese Schlaglöcher und die Nachrichtenschlagzeilen, aber am Ende des Tages wird es sich beruhigen. Wir sorgen uns viel mehr darum, wie es den Unternehmen geht. Wenn andere in Panik geraten, nutzen wir das als Chance. Wir wollen kaufen, wenn andere in Panik sind. For us, you know, this will smooth itself out, and our concern more is again on the bottoms up fundamental companies. And to the extent people have a daily panic or get real concerned, we generally use those as opportunities as opposed to trying to be on the front end of a panic. We want to be buyers when people are panicking as opposed to being sellers when people are panicking. Peter Langemann of Franklin Mutual Series. Thank you so much for your time. Appreciate it. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder hier aus dem Studio der New York Stock Exchange.